Gemütlich. Ja, sieht doch super aus. So, dann stehen wir mal wieder auf. Wir haben jetzt ein, was ist das? Thronsaal und Schutzraum. Okay. Geht nicht ohne meinen Ring. Ah, okay. Deswegen müssen wir nochmal dahin. Tagebuch lesen. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Geheimgang. In der kaiserlichen Gemächern gibt es einen Geheimgang zur Straße, aber dazu brauchst du deinen Ring. Ah, okay. Neue Kapitänin. Eine neue Kapitänin ist in Dunval eingetroffen. Ihr Name ist der Megan Foster. Und sie sucht nach Corvo Adano. Vielleicht kann sie dir helfen. Ja, vielleicht. Missionsgegenstände, Reiseprotokoll, Wissenskarte. Ja, da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, noch nicht angucken. Dann suchen wir jetzt mal den Ring. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch die ein oder anderen Wachen sind. Ja. Ja. Da unten sind welche. Vollständiges Tutorial lesen. Nee. Ich glaube nicht, dass wir das machen müssen. So. Wie komme ich denn überhaupt hier rum? Die habe ich gar nicht. Parieren, wie war nochmal? Okay, ich weiß jetzt. Okay, einen Moment. Ich versuche, den bewusstlos zu bekommen. Komm, schlag drauf. So, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Funktioniert schon mal hervorragend. Und ich finde, ja, die bisherigen Kämpfe ganz gut. Ah, den lasse ich jetzt da liegen. Kann ich irgendwas looten? Nee, okay. Ich könnte ihn jetzt auch umbringen, wenn ich möchte. Aber soll er doch ein Nickerchen machen. Soll er doch machen. Der ist sowieso nicht, ja, gefährlich für uns. Also ist das kein Problem. So, da hinten geht's gleich runter. So, ich denke die ganze Zeit, ich krautsche, weil ich das Gefühl habe, ich laufe langsam. Und dabei laufe ich gar nicht so langsam. Münze. Da ist noch eine Münze. So, die Regale lasse ich einfach offen. Tischuhr, ich stelle den Alarm ein. Warum mache ich das? Ich habe den Alarm eingestellt, ich gehe jetzt hier runter. Oh, wer bist du? Ein toter Körper. Ein Whiskyglas können wir tragen. Das sind halt so Gläser, die ich dann werfen kann, glaube ich. Das brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Kronenmeuchler schlägt wieder zu. Oha. Die Bewohner von Dunval sind in Angst und Schrecken, nachdem ein weiterer entschiedener Kritiker von Kaiserin Emily Calvin gewaltsam den Tod gefunden hat. Das jüngste Opfer ist kein geringer als der berühmte Unternehmer und Kunstmetzen Ichabod Boyle. Boyle hat in einem kürzlich erschienenen Kommentar die Kaiserin wegen ihrer, in seinen Worten, schuldigen Regierungsarbeiten und absichtlicher Vernachlässigung ihrer Pflichten aufs Schärfste kritisiert. Aufgrund der grausamen Einzelheiten am Tatort wird von offiziellen Seiten der Kronenmeuchler für den Mord verantwortlich gemacht. Während die entschiedensten Widersacher ihrer Majestät eine nach dem anderen dem berüchtigten Mörder zum Opfer fallen, wagen wir die Frage, ist es nun die Pflicht des kaiserlichen Schutzherrn, all jene zu beseitigen, die den Thron kritisieren? Ist es das? Oder ist es das nicht? Das ist die Frage, die uns jetzt gerade eigentlich einen Dreck interessiert. Aber ich tue mal noch ein bisschen Obst essen. Obst ist gesund, wie man sieht. Regeneriert unsere Lebensanzeige. Ist da jemand? Kuckuck, kann ich hier... Oh, das geht! Ah, das ist cool. Kann ich... Komm, ich kann hier so... Zack, hallo, Kuckuck! Kuckuck! Aber da ist ja gar keiner. Nein! Du warst das beste Dienstmädchen, was wir hatten. Okay, können wir alles mit uns rumtragen. Komm, dann übe ich das schon mal. So, und dann werfen. Ja, okay, das war jetzt nur ein Testwurf. Also schwer war das jetzt nicht zu begreifen. Da sind noch ein paar Münzen. Zweiermünze sogar. Uiuiui. Was auch immer das heißen mag. Ich denke mal, das Ding hat einen doppelten Wert. So, hier ist auch nichts mehr. Hier ist nochmal eine Standuhr. Das hat uns aber in den vergangenen Male nichts gebracht. So. Da oben muss ich später hin. Jetzt geht's erstmal hier zum Thronsaal. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Oha. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja. Die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch.
Wir Ramseys haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Okay, den müssen wir jetzt erledigen. Was ist mit den anderen beiden? Ramseys Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum er anderen die Schuld gibt, weiß ich nicht. Okay, den lassen wir jetzt da aber durchlaufen. Wie dem auch sei, Ramsey ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Okay, dann machen wir das. Er ist gefährlich. Da können wir uns auch entscheiden, ihn komplett zu entfernen. Das überlege ich mir gleich. Jo, das wird ja jetzt ganz leicht. Hallihallo, erstmal stehlen. Aber den machen wir jetzt fertig. Ich könnte ihn jetzt auch... Ich bin ja eigentlich nicht der Typ, der direkt einen erledigen will, aber er ist gefährlich, sagt er. Deswegen... Oh! Das war für meine Tochter, Verräter. Ah, das hat sogar was gebracht. Ziel ermordet. Das war für meine Tochter. Ich bin ja nicht so der Typ für Rache, ne? Aber guck mal da oben, das war... Töte ihn oder hole den Ring. Ja, habe ich ja beides gemacht, oder nicht? Oh Mann, ey. Sorry. Ich stehe eigentlich nicht auf sowas, aber naja, jetzt haben wir den Ring. Ne, halbwegs. Jetzt haben wir den. Warte. Ich muss richtig aimen. Ich sehe den ja auch gar nicht. Guck. Schöne Pflanzen. Er steckt den Kopf im Pflanzentopf. Sag mal, wo ist denn jetzt der Ring? Ich musste mal ganz kurz hier... Ach, da ist er. Ich werde dich nach Hause bringen, Emily. Mein Schatz. So, kaiserlicher Siegelring. Jetzt haben wir beides gemacht. Ja, gut. Also das mit dem ihm killen war anscheinend optional und haben wir jetzt gemacht. Er war gefährlich. Ja. Nicht, dass das nachher so ein Butterfly-Effekt ist und nachher passiert irgendetwas, nur weil wir ihn am Leben gelassen haben. Nachher stirbt ein Freund, deswegen. Okay, das hat jetzt alles super funktioniert. Sollen wir nochmal in den Saal rein? Nee, ne? Nee, komm, wir gehen jetzt nicht nochmal in den Saal rein. Der ist mir sowieso irgendwie unsympathisch. Obwohl, da ist vielleicht noch immer die Statue. Nee, da ist nichts mehr. Nee, glaube ich nicht, nee. Okay, Schutzraum. Das Schloss stammt von Sokolov. So, okay. Guck, kaiserlicher Schutz. Emily ist nach der Seuche oft hier eingeschlafen. So, ich muss mal ganz kurz hier... Okay, musst du gerade mal was machen. Bin jetzt wieder aktiv da. Was ist denn hier los? Ein paar Kissen, eine Tasse, oh, lecker Tee. Überall stehen hier so Puppen, die habe ich schon vorhin ein paar Mal gesehen. Sag mal, wo sind wir denn hier? Warum stehen hier überall so Puppen? Ist das ein Horrorhaus? Flüstern aus dem Nichts von Banuli Mulani. Kann ich mich hier wie heißt der Banuli Mulani? Okay, kann ich mich hinsetzen? Nein. Flüstern aus dem Nichts, Teil 2. Jo, warum nicht? Abhandlung über die physische Existenz der anderen Welt. Auszug. Die Geschichte ist weitläufig bekannt. Eine Person hat aufgehört zu atmen, weil sie unter Wagenrädern oder durch andere tragische Umstände eingeklemmt ist. Was? Und wird für tot erklärt. Doch sobald er das Gewicht entfernt wird, erholt sie sich schnell wieder. Trotzdem galt diese Person für eine kurze Zeit bereits als verloren für uns, verloren für diese Welt. Und was hat diese Person während ihres vorübergehenden Todes erlebt? Dunkelheit? Leere? Nein, etwas ganz anderes. Sie erzählt uns, wie so viele andere auch schon, dass sie an einem bestimmten Ort war und kann ihn sehr genau beschreiben. Und wer von uns kennt diesen Ort nicht? Haben wir ihn nicht alle bereits in unseren Träumen gesehen? Diesen Ort kennen wir alle in den entlegenen Winkeln unseres Geistes. Das Reich, wo nichts einen Sinn ergibt. Wo man zugleich verloren und geborgen ist. Das Nichts. Zudem muss ich sagen, ich stehe nicht so aufs Nichts. Nee, aufs Nichts, nichts finde ich nicht gut. So kann ich sagen. So, Teil 2. Mal gucken. Das ist die Fortsetzung. Wow. Okay. Diese kleinen Blicke auf das Nichts in Träumen oder von Personen beschrieben, die aus dem Koma erwacht sind, beschränken sich nicht auf wenige Auserwählte. In meinen Gesprächen habe ich erfahren, dass es keinen einzigen Bürger gibt, der diese Vision nicht selbst einmal irgendwann hatte. Deshalb musste es diesen Ort wirklich geben. Es ist kein Märchen und keine Massen.
Psychose. Vielleicht existiert er tief unter der Erde oder über ihr. Vielleicht ist er direkt neben uns, aber verborgen. Irgendein Lichteffekt oder wundersamer Schleier hindert uns daran, ihn zu sehen. Und wir warten alle auf einen Naturphilosophen, der das Phänomen löst und zeigt, wie wir diesen Ort auf Wunsch sehen können. Aber wenn er zugänglich ist, ist er nicht länger ein furchterregender, weit entfernter und besonderer Ort, wie in den Legenden des Outsiders beschrieben. Er mag zwar seltsam sein, ja, und beunruhigend, aber dieser Ort ist ein neues Reich, das wir entdecken und schließlich erobern. Welche Schätze erwarten uns dort? Bestehen die Seen aus flüssigen Diamanten? Sind die Wolken aus schwebendem Silbergas? Und welche Dinge erfahren wir? Du fragst mich Sachen, ey. Kann ich dir doch gar nicht sagen. Musst du einen von diesen Philosophen fragen. Ja, Pistolenkugel. Hoppala. Oh, guck mal, wir haben kleinen Rechts- und Linksdrang. So, danke. Pistolenkugeln, zwei Stück. Ja, und wir haben keine Pistole. Wir haben aber hier eine Rasierklinge. So, Schrank ist wieder zu. Ja, der war offen. Da muss ich den zumachen. Wenn er zu wäre, hätte ich den aufgelassen. Okay, was bist du denn? Gar nichts. Okay. Hier, das sieht interessant aus. S, was? Ach, regeneriert Gesundheit mit Elixieren. Das brauche ich. Ah, warte mal, vollständiges, warte mal. Ganz kurz, wie setze ich das ein? Das S und Y, J, Entschuldigung. S und J, Gesundheitselixier stellt Gesundheit wieder her. Die Adermire Tinktur Mana, beides kannst du über diese Schnellauswahl verwenden. Bei niedriger Gesundheit erscheint ein Schnellzugriff, aha, für das S und J Gesundheitselixier. Die Adermire Tinktur wird automatisch konsumiert, sobald deine Mana erschöpft ist. Alles klar, habe ich verstanden. Okay, gut, das habe ich kapiert. Knochenartefakte. Auszug aus einem Buch über Seemanns Tradition und aus Wahlknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte des Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde von den alten Hasen an Grünschnäbeln weitergegeben, die noch nicht auf einem schwankenden Deck gerade ausgehen konnten. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Seemänner Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrobben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlicher von Tivial lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Manneskraft so manchen Schützenjägers einen kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaft schützen. Das sind also diese Artefakte, die einen vor einer Schwangerschaft schützen? Da ist ja dann so was wie, ja, eine Art artefaktische Abtreibung. Naja, nicht wirklich. Kronleuchter schlägt wieder zu. Schon wieder? Ah, nee, das ist das, was wir schon. Ja, das ist das schon, was wir gelesen haben. Der Kronleuchter hat eine Verbindung zu Delilahs Startstreich. Ja, haben wir aber schon alles. Das ist dieselbe Zeitung wie die andere. Ja, haben wir schon gelesen. Da brauchen wir nicht nochmal machen. So, tragen, nee, so, ich glaube, wir können jetzt auch weiter. Nee, hier, Waffenkoffer, oh, was haben wir denn da? Die Maske sieht aber ein bisschen klein aus. Die wieder Waffen. Zurück in die Welt. Wie viele Leute hatten diese Maske vergessen? Ich habe sie nicht vergessen. Drücke Y, ja, dieses Mal ist es Y, um das Fernglas zu verwenden. Was ist das für eine Maske? Die finde ich nicht so schön. Da kannst du ja gar nichts wie sehen. Das ist wieder so ein Prank. Okay. Ah. Ja, okay. Ich finde die Ansicht ganz cool. Ja, komm, wir spielen jetzt so weiter. Oh, nee, bitte nicht. So. Ah, Mist. Ich habe immer einen kleinen Rechts dran. Brief von Wühmann. Aha. Schon wieder. Was hat der denn hier alles gemacht? Hat der hier gelebt? Hör mal, der lässt ja einfach die Heizung an. Das geht ja gar nicht. Hahn benutzen. Oh, wow. Das ist ja krass. Brief von Wühmann. Emily, ich wollte dich heute Morgen nicht wecken, aber ich hoffe, du vergibst mir, da wir uns schon gestern Nacht 100 Mal Lebewohl gesagt haben und die einzigen Gelegenheiten, die ich mit zerzausten Haaren zu sehen... Was denn? Und die einzigen Gelegenheiten, dich, ach so, mit zerzausten Haaren zu sehen, ist nun einmal, wenn du schläfst. Bei Sonnenaufgang setzt du erneut dein Kaiserinnengesicht auf. Ich bin froh, dein wahres Gesicht zu kennen. Das, dass du unseren albernen Reimen lacht.
Okay. Ich will nicht zurück nach Morley, aber ja, ich werde dort gebraucht. Wir sehen uns erst in 4 Monaten wieder. Ich werde dich vermissen. Und ja, ich bringe dir weißen Tabak für deine Wasserpfeife mit. Lord Corvo, wenn Sie das in Ihre Rolle als Schutz zerlesen, sollen Sie wissen, dass ich nur scherze und mir bewusst ist, dass weißer Tabak in Crossdol verboten ist. Pass auf dich auf, meine kühne Emily. Fall von keinem Dach herunter. Ich liebe dich, Wühmann. Aha. Wühmann. Aha. Der Schlawiner. Wecker. Der hat hier... Das ist seine Bude. Und der hat hier auch wieder so eine Puppe. Was sind das denn für Leute? Die haben alle so eine Puppe. So, hier ist noch was. Aber ich glaube, hier ist auch wieder nichts. Ne, doch ein Tresor. Ach, sieh einer an. Die Reserven helfen nicht gegen den Leider. Selbst wenn ich alles hier herausschaffen könnte. Oh, ist da so ein Batzen Gold drin, ne? Und lass mich raten, hier auch. Oh, das hier könnte ich mitnehmen. Ist vielleicht praktisch. Das habe ich mitgenommen, okay. Ja, was heißt mitgenommen? Es wurde direkt in Münzen umgewandelt. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Okay, so. Was erwartet uns hinter der Ausgangstür? Jetzt auf einmal 1000 Wachen, die uns schon lange erwartet haben. Öffnen. Können wir gar nicht durchspielen? Nee. Öffnen. Achso. Im Tower bleiben oder auf die Straße von Dunval gehen? Dann gehen wir mal auf der Straße. Ein langer Tag in Dunval. So. Haben den Tower erobert. Achso, da steht was Neues wieder. Okay, die Laila und Herzog Luca Abelle haben den Tower erobert. In Dunval ist es für dich nicht mehr sicher. Fliehe aus der Stadt, indem du dich mit einem Schiffskapitän am Hafen triffst. Straßen von Dunval. Ja, wir müssen uns mit einem Schiffskapitän treffen. Ich glaube, das ist eine Schiffskapitänin, sag ich mal. So viel, wie ich jetzt da herausgenommen habe. Ja, und die wollte uns sowieso treffen. Und vielleicht haben wir damit unseren ersten Verbündeten. Diese Position da, die kommt mir sehr bekannt vor. Auf dem Bild, das wir gerade hier im Ladescreen sehen. Sehr sogar. Ganz vieles kommt mir gerade hier schon bekannt vor. Okay. Beliebige Taste drücken. Weiter geht's. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ja. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Ich weiß nämlich auch nicht, was die überhaupt will. Will die jetzt echt nur den Thron einnehmen? Da ist doch sicher noch viel mehr dahinter. Wir wissen halt noch nicht viel. Was möchte die, ne? Die Delilah. Die ist jetzt anscheinend die Tante, aber die ist auch nicht so eine böse Tante, die sagt, ja, du bist eine ganz schlechte Prinzessin, Königin, was auch immer, Herrscherin. Nee, lass mich da mal machen. Nee, das ist eine, die muckst jeden ab. Auch Familie. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich unsere Tante ist. Wir müssen gucken, wir müssen Informationen sammeln. Das stimmt doch irgendwas von hinten bis vorne nicht. So, wir haben jetzt auch eine Pistole. Peng, peng. Muss gerade aber mal was gucken. Hä? Okay. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, da ich mit links schlage, mit dem Schwert, und mit rechts würde ich demnach schießen. Okay, ist ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das macht schon einerseits Sinn. Buch der über alte Geschichten. Kapitel 12. Soll ich dir jetzt Kapitel 12 lesen? Ich weiß jetzt gerade nicht, Kapitel 12 ist gerade ein bisschen blöd. Nee, aber kann ich das mitnehmen? Kann ich das nicht mitnehmen? Ich habe zugehört, als Emily und Callista aus diesem Buch lasen. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz gucken. Gut, dass sie Emilys Vertreibung aus dem Tower nicht erlebt hat. Ich weiß nicht, wie wir ein Inventar öffnen. Ich glaube aber, dass wir das Teil gespeichert haben. Ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich lasse es jetzt erstmal da. Ich glaube, wir haben es gerade irgendwie gespeichert bekommen. Ich gucke jetzt gerade mal, wie ich das Inventar öffne. Kann ich gar nicht, ne? Tutorials. Nee. Ja, dann schauen wir mal. Andermal da drauf. So. Dip. Hallo. Oh, wer seid ihr denn? Ihr seht aber total fies aus. Gustus, Morgan und das postuliert Kind. Wow. Wow, hab ich mich gerade irgendwie...
erschrocken. Ein klein wenig. Auf einmal zerreißt er das. In 1000 Fetzen. Sag mal, steht da jemand draußen vor der Tür? Ich hoffe mal nicht. So, ich gehe jetzt raus.